unsere Gäste heute Abend und hier ist unser Thema. Im Juni saßen wir hier und sprachen über den Mord an Walter Lübcke. Im Oktober saßen wir hier und sprachen über das Attentat von Halle. Und heute müssen wir schon wieder über einen rassistischen Terroranschlag sprechen, bei dem 9 Menschen in Hanau ermordet wurden. Statt dem Mahnenden nie wieder stellt sich die bittere Frage, wie oft eigentlich noch? Ich begrüße diese Gäste heute Abend. Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin von Bündnis 90 Die Grünen. Die Fraktionschefin der Hessischen Linken, Janine Wissler. Matthias Quent, Rechtsextremismusforscher aus Jena. Die Journalistin Kübra Gümüşay. Und Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Ich begrüße die Gäste heute Abend hier in dieser Runde. 9 Menschen, liebe Zuschauer, wurden in Hanau ermordet. Rechter Terror, nicht zum ersten Mal in Deutschland. Ich bin reingegangen, habe gesehen, 5, 6 Leute liegen auf dem Boden. 2 hinter der Theke, 2, also alles tot. Ein Blutbad war da drin. 9 Menschen sterben wegen mangelnder deutscher Abstammung. Willkürlich, aber gezielt ermordet von einem Rassisten. 43 Jahre, biodeutscher Hintergrund, Sportschütze. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Wir gemeinsam, wir stehen Seite an Seite miteinander gegen Gewalt und gegen eine Sprache der Ausgrenzung und Herabwürdigung, die doch der Gewalt allzu häufig den Weg bereitet. Wir werden auch darüber reden müssen, wie wir sensible Einrichtungen in Deutschland auch noch einen besseren Schutz unterziehen. Die Empörung ist groß, wichtig und nicht ausreichend. Die NSU-Morde, Walter Lübcke, der Anschlag von Halle. Seit 1990 wurden in Deutschland über 200 Menschen wegen ihrer Abstammung umgebracht. Oft wurden rassistische Motive erst Monate später von den Sicherheitsbehörden nachgereicht, wie im Fall des Münchner Attentäters 2016. Ich bin Deutscher! Du bist ein Wichser, bist du! Verwischen, relativieren, umschreiben. Es hat nichts genutzt. Deutschland hat ein Rassismusproblem. Armin Laschet ist bei uns, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Herr Laschet, nach dem Mordanschlag bekunden alle Menschen ihr Mitgefühl, auch ihr Entsetzen. Das ist gut und richtig. Aber wie groß ist auch Ihre Sorge, dass das nicht das letzte Mal war? Die ist groß, weil es in zu kurzen Abschnitten derzeit passiert. Walter Lübcke war vor einem halben Jahr. Der Anschlag in Halle liegt noch nicht so lange zurück. Jetzt erneut ein solcher Anschlag. Und wenn man dann die Sprache sieht, im Internet anonym oder auch inzwischen in Landtagen durch gewählte Abgeordnete, dann kann man immer erwarten, es wird einen Irren geben. Und manche sagen, ja, der war psychisch krank. Okay. Aber es gab immer schon psychisch Kranke. Die sind aber nicht zu Mördern geworden. Sie werden zu Mördern, weil in einer Gesellschaft diese Aggression geschürt wird. Und deshalb schreibt man dann die Kondolenz. Aber eigentlich sind das hilflose Worte. Und ich glaube, es ist jetzt erneut ein Punkt, an dem die Gesellschaft wirklich noch wachgerüttelter sein muss als nach Lübcke und nach Halle. Neue Qualität, Zäsur, Einschnitt, Bruch. Nutzen sich auch solche Begriffe für das Entsetzen und die Empörung ab? Ja, ich hoffe nicht. Aber es hilft ja jetzt nichts. Jetzt ist es heute passiert und jetzt muss die Gesellschaft noch mal mehr tun. Es ist schon mehr gemacht worden in den letzten kurzen Jahren, 2, 3 Jahren. Aber das Phänomen ist ja 20 Jahre alt. Der NSU ist durch Deutschland gezogen, hat Menschen ermordet und keiner hat es wahrgenommen. Und man hat noch eher die Familien verdächtigt. Jemand verliert den Vater, den Bruder, die Tochter
und die Polizei kommt und untersucht an den Gardinen, ob es Drogenspuren gibt. Das war der NSU zu Beginn der 2000er Jahre. Glaube ich, heute ist die Sensibilität höher. Aber wir müssen neue Mechanismen auch finden in der Polizei. Wir haben bei uns die Kräfte verstärkt, die das Internet mal beobachten. Denn vielleicht kann man manches schon erahnen, wenn dauernd einer sich auf solchen Seiten bewegt. Und ich glaube, da müssen wir alle überall besser werden. Zu den Konsequenzen kommen wir noch. Kübra Gümüşay ist bei uns, Journalistenkollegin und Autorin. Frau Gümüşay, haben Sie eine Tat wie die von Hanau für möglich gehalten? Leider ja. Heute ist ein sehr schmerzhafter Tag für sehr viele Menschen in Deutschland. Und ich glaube, wir würden uns nichts sehnlicher wünschen, als nicht das erwartet zu haben. Nichts sehnlicher wünschen, als dass diese Angst, die eine reale Angst ist, dass sie sich bewahrheitet. Und leider schauen wir auf heute und ich wünschte mir, die Warnungen hätten sich niemals bewahrheitet. Ich wünschte mir, ich hätte Unrecht gehabt all die Jahre. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass wir die Verantwortung zum Benennen und Diskutieren von Missständen denjenigen übertragen und auf diejenigen abladen, die am ehesten davon betroffen sind. Und eigentlich ist es die Verantwortung der Politik, der Sicherheitsinstitutionen, diese Gefahren wirklich ernst zu nehmen und den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie in diesem Land sicher sind. Mhm. Und das Gefühl haben wir schon seit vielen Jahren nicht, denn der NSU, die Kanzlerin hat es damals versprochen, eine lückenlose Aufklärung, die hat nicht stattgefunden. Das NSU-Trio war nicht isoliert, das NSU-Trio hat nicht isoliert agiert, sondern sie hatten viele Helferinnen und Helfer im ganzen Land, auch in Sicherheitsinstitutionen, auch im Verfassungsschutz. Und eigentlich wäre das damals eine Zäsur gewesen, um als Gesellschaft innezuhalten und auf diese Institutionen zu schauen und medial Druck auszuüben, auch wenn es schwerfällt, auch wenn der NSU-Prozess in München Jahre sich hingezogen hat, beständig raufschauen, beständig Antworten fordern und sich nicht mit Phrasen zufrieden geben. Denn am Ende waren es die Betroffenen, diejenigen, die sich mit Rechtsextremismus befassen, die dann immer wieder warnen mussten, aber nicht gehört worden sind. Und ich wünschte mir, wir hätten Unrecht gehabt. Was haben Muslime und andere Menschen? Frage an Janine Wissler von der Linken in Hessen. Was haben Muslime und andere Menschen mit Migrationshintergrund, die bedroht werden von diesen Sonntagsreden an Werktagen? Ja, leider sehr wenig. Und das hat sich eben gestern einmal mehr gezeigt, dass die Gefahr von rechts viel zu lange nicht ernst genug genommen wurde. Dass, dass Opfer zu Täter gemacht wurden, dass Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie einen nicht deutsch klingenden Namen haben und sich an die Polizei und an die Behörden wenden, oft nicht ernst genommen werden. Und darüber müssen wir sprechen, also über die Ursachen, über das gesellschaftliche Klima, in dem eine solche Tat geschehen kann. Wir müssen aber auch über institutionellen Rassismus sprechen und wir müssen darüber reden, wie wir hier eine Solidarität herstellen können mit den Menschen, die sich hier bedroht fühlen, weil sie angegriffen werden aufgrund einer anderen Hautfarbe oder aufgrund ihrer Herkunft. Und ich finde, das hat jetzt gestern noch mal sehr deutlich gemacht, dass es eben genau mit Sonntagsreden und wir gehen auf die Straße und zeigen unsere Anteilnahme. Das müssen wir tun und das ist auch wichtig, dass auch heute Abend wieder 10.000 Menschen auf der Straße waren und das getan haben. Aber es darf dann zwei Tage später eben auch nicht vorbei sein, sondern wir müssen endlich Konsequenzen daraus ziehen. Das ist das Entscheidende und ich glaube, das sind wir Ferhat und Sedat und Gökhan und all die anderen, die gestern in Hanau ihr Leben verloren haben, das sind wir ihnen und ihren Angehörigen schuldig und auch den Opfern des NSU, dass wir endlich diesen Kampf gegen rechts ernst nehmen und diese Menschen schützen. Bei uns ist Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin. Frau Roth, Sie stehen selbst auf Todeslisten der Rechtsextremisten und Sie haben gesagt, ich schenke den Hetzern und Hassern nicht meine Angst. Sicher sickern durch Taten wie die von Hanau nicht Angst und Misstrauen tatsächlich in die Gesellschaft? Ich habe gesagt, ich schenke denen nicht meine Angst, weil das genau das ist, was sie wollen. Sie wollen Angst machen, sie wollen einschüchtern, sie wollen, dass wir uns zurückziehen, dass wir nicht mehr laut sind. Aber ehrlich gesagt, es geht gar nicht um mich. Und es geht heute vor allem darum, deutlich zu machen, dass meine Gedanken bei denen sind, die Opfer geworden sind, bei den Angehörigen und bei denen, die Angst haben in diesem Land. Um die geht es mir. Es geht mir um die
Muslime, die Angst haben auf dem Weg in die Moschee. Es geht mir um die Jüdinnen und Juden, die Angst haben auf dem Weg in die Synagoge. Es geht mir um die Sinti und Roma, die Angst haben, ihre Identität preiszugeben. Es geht mir um die Schwulen, die Lesben. Auch das ist nicht überall Köln, wo man sich sehr frei bewegen kann. Es gibt immer mehr Angriffe. Es geht mir um ein Klima der Angst, das geschürt wird. Und die wunderbare Caroline Ehmke hat gesagt, Hass ist nicht da, der wird gemacht. Und die Gewalt ist auch nicht da. Die Gewalt wird vorbereitet. Und deswegen glaube ich, ist auch so ein Tag wie heute und morgen und übermorgen da, dass wir endlich alle Demokratinnen und Demokraten viel deutlicher die Stimme erheben gegen die, die die Sprache entgrenzen, die Menschen ausbürgern wollen, die die Geschichte umschreiben wollen, die eine Ideologie durchsetzen wollen von Ungleichwertigkeit der Menschen in unserem Land. Eigentlich, und es hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich das mal sage, eigentlich sollten wir jetzt alles Verfassungsschützer und Verfassungsschützerinnen sein. Wir sollten begreifen, was heißt denn Artikel 1 des Grundgesetzes, wo drin steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht die Würde des Deutschen, des Männlichen, des Heterosexuellen, des Christlichen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich will in einem Land leben, in dem die Menschen keine Angst haben müssen, sondern in Sicherheit und Frieden zusammenleben und wo es den Hetzern und denen, die Stimmen, also denen, die sozusagen auch die Sprache sozusagen mobilisieren dafür, dass es denen nicht gelingt, dass unsere Gesellschaft gespalten wird. Matthias Klemmig ist bei uns Rechtsextremismus-Experte aus Jena. Herr Klemmig, Sie müssen uns helfen bei der Beantwortung der Frage, was wissen wir über diesen Täter? Na, zum einen wissen wir über den Täter, und das ist das Wichtigste, dass er sein Opfer rassistisch ausgesucht hat. Denn dann ist das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, um diese Tat zu verstehen, ganz unabhängig davon auch, was er an psychologischen Problemen mit sich führt. Das haben wir auch in anderen Tatkonstellationen, auch im Islamismus ist die Opferauswahl und dann die Begründung der Opferauswahl das ganz Zentrale, um zu verstehen, womit haben wir es zu tun. Es ist Terrorismus, weil es eine politische Dimension ist, weil es vorbereitet ist und weil es eine schwere Gewalt hat. Über den Täter wissen wir, er hat Dokumente veröffentlicht, die biografischen Angaben kamen im Einspieler bereits. Er hat Dokumente veröffentlicht, in dem er ein völkisch-rassistisches Weltbild ausbreitet, in dem er über die Vernichtung von ganzen Volksgruppen, Bevölkerungsteilen spricht. Er spricht von mehreren Milliarden, von ganzen Ländern, von auch der Hälfte der Bevölkerung in Deutschland, an die er da denkt. Das sind also Vernichtungsfantasien, die wirklich extrem sind. Dabei spielt auch eine Rolle, dass er paranoide Vorstellungen hat über eine Geheimdienstoperation, mit der er seit seiner Kindheit sozusagen in Verbindung steht. Das ist auf den ersten Blick wirr. Es ist vielleicht ich bin kein Psychologe, aber es wirkt schon auch nach einer schizophrenen Dimension, einer narzisstisch-paranoiden Dimension, die da mitschwingt und die sich dann mit dem rechtsextremen Weltbild trifft, wenn es um Untergangsdenken, um Apokalypse, um die Konstruktion von Sündenböcken geht. Also die Frage, wer wird in der Gesellschaft eigentlich als die Bedrohung dargestellt, die es zu vernichten gilt. Und das gibt es in den vergangenen Jahren, gab es das immer wieder. Das gab es im OEZ-Attentat in München in ähnlicher Form. Es gab es in Nordrhein-Westfalen bei den Autoanschlägen in Bottrop in ähnlicher Art und Weise in der Silvesternacht 2018. Diese Verschmelzung also von Wahnvorstellungen, die aber nicht individuell sind, sondern die kollektiv sind, weil, und auch das wissen wir, der Täter hat sich im Internet auf YouTube in Verschwörungsgremien bewegt, hat sich dort auch Welterklärungen herangezogen, die diese Vorstellung untermauern, bestätigen, sodass da keine Irritationen offenbar möglich waren. Also These vom Einzeltäter, oder würden Sie sagen, das trifft es eben nicht? Naja, der Begriff des Einzeltäters ist eigentlich nie zutreffend, denn der Fachbegriff wäre der allein handelnde Attentäter, wenn es so war, dass er bei der Tatbegehung allein gehandelt hat. Was wir noch nicht wissen? Das wissen wir noch nicht, es sieht so aus. Mhm. Aber der Begriff des Einzeltäters suggeriert ja, dass dort eine isolierte Radikalisierung stattgefunden hat. Und die gibt es überhaupt nicht. Mhm. Gesellschaftlich relevante, sozial relevante, politisch relevante Fragen wie Rassismus in diesem Fall wird gesellschaftlich gemacht. Es gibt keine Krankheit, die
jemanden zum Rassisten macht. Niemand wird auch als Rassist geboren. Das passiert gesellschaftlich, indem besprochen wird, was sind potenzielle gefährliche Orte, zum Beispiel Shisha-Bars. Auch das hat der Attentäter in seinem Manifest ja dargelegt. Er hat sich bezogen auf mediale Berichterstattung über sogenannte Ausländerkriminalität, die seine Wahnvorstellungen bestärkt hätten und ihn zu dem Entschluss gebracht haben, gegen diese angeblichen Bedrohungen vorzugehen. Und ich glaube, da müssen wir auch medial, auch politisch, auch in polizeilichen Berichterstattungen über diese Fragen viel sensibler werden und reflektieren, was passiert hier eigentlich an Pauschalisierung, an Stigmatisierungen, die gar nicht unbedingt vom rechten Rand kommen müssen, sondern auch im Mainstream, ja, in der Berichterstattung des Live-Blogs der Bild in dieser Nacht produziert werden. Armin Laschet, die Terrorzelle, die letzte Woche ausgehoben wurde. Die 12 Rechtsextremisten planten zig Anschläge auf Moscheen. Kann und muss die Politik tatsächlich Migranten und speziell Muslime besser schützen in diesem Land? Also diese Terrorzelle, die da in der letzten Woche aufgedeckt werden konnte, wo sich mehrere Rechtsextreme übers Netz verabredet hatten, genau diese Straftaten gegen Politiker, gegen Muslime, gegen Moscheen, aber auch gegen Kulturstätten zu verüben, ist eigentlich ein viel dramatischer Vorgang, weil es eine Zelle war. Mhm. Und deshalb hat der Generalbundesanwalt das auch als terroristische Vereinigung eingestuft. Und einige der Täter, die sich da verabredet haben, sitzen immer noch in Haft. Und das heißt, ein Richter, der so lange Haft gewährt hat, nimmt diesen Vorgang sehr, sehr ernst. Das ist die eigentliche Bedrohung in der Gesellschaft, wenn sich solche Netzwerke bilden. Deshalb braucht man auch Wege, wie man denen auf die Schliche kommt. Deshalb, das war, was ich im Eingangsstatement gesagt habe, die Institutionen, die Polizei, auch der Verfassungsschutz müssen in diesen Netzwerken aktiv sein, müssen sie erkennen, müssen sie sehen, brauchen auch Mechanismen, dass man da hineinkommt und dann auch handeln kann. Und ich glaube, da steigt, das gab es jahrelang nicht, gab es gar keinen Zuständigen, der das machte. Inzwischen steigt da die Sensibilität und sie muss noch weiter verstärkt werden. Und vielleicht noch ein Satz zu der Beschreibung. Ja, das stimmt. Je nachdem, welche Theorien, und im Bundestag erleben Sie ja jetzt eine Partei, die das Sitzungswoche für Sitzungswoche macht, im Landtag bei uns in Nordrhein-Westfalen, nennen Sie jetzt mal, hat die AfD ein Kindermalbuch gemacht mit Mitteln des Landtags, das verteilt wurde, wo Klischees rassistischer Art verbreitet wurden. Das wurde dann offengelegt, dann haben sie das zurückgezogen. Aber das war schon der Versuch, bei Kindern dieses Gift einzuträufeln. Und dann sagt man, ja, das war Satire. Aber in Wirklichkeit wird etwas verschoben und irgendeiner nimmt das dann für bare Münze und handelt. Und das ist die eigentliche Gefahr, gegen die man mit aller Kraft der Demokraten dann auch vorgehen muss und ihnen sagen und denen sagen, wir lassen uns unser Land, unser Grundgesetz nicht kaputt machen. Das muss man an jeder Stelle mit allen Mitteln tun. Wir kommen nochmal zu der Bekämpfung solcher Formen von Terrorismus. Wer Migranten umbringen will, Herr Quent, der kann offensichtlich in Hanau in Bars gehen, der kann in München zu einem Schnellimbiss gehen oder auf die Straße. Heißt das, dass ein Schutz eigentlich nicht möglich ist, wenn ein Täter sich dann mal auf den Weg macht? Es ist zumindest sehr schwer bei allein handelnden Attentätern und man muss das so knallhart sagen, dass es hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann, dass es immer Möglichkeiten geben wird, für entschlossene Gewalttäter, Terroristen Anschläge zu begehen. Und im Moment haben sie es gar nicht schwer, sich zu verstecken. Wir haben Internetforen, das wurde ja schon beschrieben, Kanäle, da tummeln sich Tausende von solchen Leuten in Bürgerkriegsfantasien. Wir brauchen nichts zu tun, als wären das einzelne Verwirrte, die sich sozusagen da rumtreiben. Und das ist wirklich schwierig. Da hängen auch schwierige, komplizierte bürgerrechtliche Fragen dran. Man darf jetzt nicht überreagieren mit repressiven Schnellschüssen.
Einflüssen, die alle Internetnutzenden möglicherweise treffen, sondern muss schon genau schauen, was sind die Stellschrauben. Und die Stellschrauben sind Ansätze an rechtsextreme Strukturen, wo man sogenannte alleinhandelnde Attentäter möglicherweise nicht erwischt. Aber es ist vor allem der Schutz und die Solidarität mit den betroffenen Communities. In anderen europäischen Staaten, in Großbritannien, gibt es andere Konzepte von Vorurteilskriminalität, die gehen aus von der Wahrnehmung der Betroffenen. Werde ich angegriffen, dann ist das ein besonders schwerwiegendes rassistisches Tatmotiv. Nach solchen Taten gibt es dann Community Policing. Das bedeutet, die Polizei schickt Vertrauensbeamte über Wochen in die Communities, um nicht nur vor den Shisha-Bars zu stehen, um Hausdurchsuchungen zu machen, sondern um zu sagen, wir sind hier, um euch zu schützen. Wir sind hier, um solidarisch sozusagen die staatliche Gewalt, Hoheit zu verteidigen, euch zu schützen, Vertrauen wieder aufzubauen. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe. Meldet euch bei uns, wenn ihr was Ungewöhnliches mitbringt. Ich glaube, solche Zugänge, die weniger... Wären wichtig. Wären wichtig. Genau. Zu der Terrorbekämpfung kommen wir noch. Noch die Frage an Janine Wissler. Einer der NSU-Morde in Kassel, Lübcke in Kassel, Morddrohungen gegen eine türkische Anwältin, der Mord an einem Eritreer, jetzt Hanau. Warum eigentlich immer Hessen, Frau Wissler? Ja, das zeigt zum einen eben, dass die Gefahr von rechts kein Ostproblem ist. Das wird ja gerne so hingestellt. Sondern wir haben es in Hessen mit einer militanten Neonazi-Struktur zu tun und das schon lange. Es gab den Mord, den NSU-Mord in Kassel, den Mord an Walter Lübcke, den Mordversuch an dem Eritreer, bei der in Wächtersbach stattgefunden hat, wenige Kilometer von Hanau übrigens entfernt. Und wir haben ein Problem damit. Ich glaube, es hängt einmal auch mit damit zusammen, dass wir diese NSU-Mordserie in Hessen nicht wirklich aufgeklärt haben, dass es da unglaubliche Widerstände dagegen gab, das Versagen der Behörden, das bewusste Wegschauen aufzuklären, immer wieder auch aus politischer Rücksichtnahme auf Menschen. Also das ist ein Problem und das merken wir ja auch jetzt gerade, wenn es um die rechten Netzwerke innerhalb der Polizei geht. Es gab jetzt gerade wieder diese Woche Hausdurchsuchungen bei Frankfurter Polizisten. Und wir merken immer wieder, dass da eine sehr starke entweder Verharmlosung da ist oder dass überhaupt nicht informiert wird, dass versucht wird, das zu verschweigen. Und da haben wir ein Problem. Und deswegen gibt es ja viele Recherchenetzwerke, die schon seit vielen Jahren sagen, wir haben in Hessen diese Strukturen auch sehr stark nach Thüringen, nach Nordrhein-Westfalen, auch international vernetzt. Bayern, und deswegen nach Bayern, ja, in die ganze Bundesrepublik und darüber hinaus. Und deswegen müssen wir in Hessen, ist, glaube ich, das Problem, dass eben jahrelang diese Gefahr nicht ernst genug genommen wurde. Und umso wichtiger ist es eben, dass man es ernst nimmt und die Konsequenzen zieht und eben auch nicht mauert und nicht versucht, Behörden zu versagen, immer wieder zu vertuschen, um zu schützen. Fragen wir gleich die Politik. Herr Quent, Sie sagen heute, Politik und Sicherheitsbehörden haben das Problem Rechtsterrorismus jetzt verstanden. Woran machen Sie das fest? Na, das ist festzumachen. Es wurde vorhin erwähnt, aber die Geschichte geht über 20 Jahre hinweg. Im Grunde gibt es seit den 1960er Jahren Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik. Wir haben seit dem Oktoberfestattentat immer wieder diese Geschichten, auch Einzeltäter, Thesen, Verschleierung, Verstrickung von Sicherheitsbehörden. Aber es ist doch wahrzunehmen in den vergangenen Jahren, seit spätestens Hans-Georg Maaßen nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes ist im Bund, dass die Behörden, dass insbesondere die Bundesbehörden, Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt und damit auch das Innenministerium dieses Problem beim Namen benennen. Wenn und ist der Verfolgungsdruck des Staates gestiegen? Das ist in meiner Wahrnehmung zutreffend bei solchen terroristischen Gruppen, die sich vor allem in Chatgruppen organisieren. Übrigens auch das schon vorher. Die Generalbundesanwaltschaft hat Gruppe Freital, Ortsgruppe Society, die hat da seit einigen Jahren nach dem NSU-Komplex durchaus ein besseres Verständnis entwickelt. Ein Verständnis, das sich allerdings auf der lokalen Ebene in den Ländern noch nicht so umgesetzt hat und ausdrückt in konkreten Maßnahmen, wie das eigentlich notwendig wäre, weil dort sind die Fälle zuerst dort fallen die Fälle zuerst an. Und wir hatten das Beispiel 2016, dieser rechtsextreme Anschlag in München mit 9 Todesopfern, ein rassistisches Hassverbrechen. Damals haben alle über Amok gesprochen. Heute ist das Labeling sehr klar, der Bundesinnenminister ist sehr klar, die Bundeskanzlerin ist sehr klar. Daran mache ich fest, dass sich doch etwas verändert hat, dass man die Sensibilität sozusagen gesteigert hat auf ein Maß, das mich doch in einer Weise auch hoffen lässt, dass aus den Worten auch politisch Taten folgen. Armin Laschet, auch der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, sagt heute, Polizei und Justiz schienen häufig auf dem rechten Auge eine Sehschwäche zu haben. Ist es immer noch so, dass es in den Sicherheitsbehörden zu viele Unterstützer gibt? Und was tut man dagegen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das für die Vergangenheit stimmt.
Ich teile auch nicht ganz die These, dass der Bund das erkannt hat und das jetzt so langsam in die Länder sickert. Also der Bund, Sie haben einige Beispiele, die da bisher Verantwortung trugen, genannt, hat es auch nicht erkannt. Und manche Länder haben es mehr erkannt als andere, je nachdem, wie auch die Gefährdungslage war. Ich nehme mal für uns in Nordrhein-Westfalen in Anspruch, dass wir schon exakt wissen, wo die Gefahren auch im Lande liegen und damit und da auch mit aller Rigorosität gegen vorgehen. Es muss sich nur, und es muss eine Fehlerkultur geben. Sie haben das eben erwähnt. Die Polizei ist zu überwiegendem Teil engagiert, dass das nicht stattfindet und schützt Einrichtungen und ist jetzt in diesen Stunden auch unterwegs, nicht nur vor Moscheen, denn Moscheen sind im Zweifel nicht der Ort, sondern das kulturelle Leben, wo sich Menschen aufhalten, da finden die Anschläge statt. Das findet statt, aber wenn es Fälle gibt, die man dann entdeckt und erkennt, dann muss man das auch offen zugeben und da eine Fehlerkultur entwickeln. Und Herbert Reul legt bei uns gerade auf dieses Thema Fehlerkultur in der Polizei sehr großen Wert, denn das schafft Vertrauen. Denn das Entscheidende ist ja, wir haben heute einige erzählt, Zuwanderer, sie fühlen sich wieder erinnert an Solingen. Sie fühlen sich erinnert an den Beginn der 90er Jahre. Das kann man nicht rational jetzt wegargumentieren. Wenn die Angst da ist, das könnte uns wieder passieren, muss die Polizei in jeder Phase ausstrahlen, wir sind dazu da, euch zu schützen. Und da darf es auch keinen Zweifel und keine Unklarheit geben. Und das ist das, was der Staat tun kann. Und was er schaffen muss. Frau Roth, was wir auch wissen, ist, dass das ein angemeldeter Sportschütze war, dieser Tobias R. Logischerweise sind nicht alle Sportschützen Extremisten. Niemals sind alle Sportschützen Extremisten. Aber rechtsradikale Täter waren und sind Sportschützen und kommen also legal an Waffen. Heute nun ist entschieden worden, dass es eine Regelanfrage gibt bei den Sportschützen. Ist es zu spät? Es ist sehr spät. Aber ich will sagen, es braucht tatsächlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Denn es gab über lange, lange Zeit eine Relativierung. Es gab diese Einzelfallthese immer. Es gab eine Relativierung, dass man gesagt hat, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Ist doch woanders auch ein Riesenproblem. Und man war tatsächlich nicht bereit, wirklich was zu tun. Ich will ein paar Punkte sagen, wo ich glaube, wo es immer noch Defizite gibt. Eigentlich bräuchten wir dringend eine Art Taskforce Rechtsextremismus beim Bundesinnenministerium. Wo melden sich bitte schön Menschen, die auf einer Feindesliste stehen oder die Angst haben, auf einer Feindesliste stehen? Das sind tausende Menschen. Die müssen Ansprechpartner haben, die müssen kompetente Ansprechpartner haben. Zweitens, tatsächlich, was wissenschaftliche Ermittlungen angeht oder Kenntnisse, Kompetenzen, dass man überhaupt weiß, wie Netzwerke aussehen, diese Verweigerung wahrzunehmen, dass wir nicht nur einzelnen Rechtsterror haben, sondern rechtsterroristische Netzwerke, die muss man aber erkennen können. Also eine Wissenschaft, Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, mit dem Journalismus, das ich erfahre ja öfters von den Journalisten als aus den Sicherheitsbehörden. Und dann immer wieder das Waffenrecht. Man hat wirklich über Jahre und Jahre und Jahre das Gefühl gehabt, dass ja, wichtige Politiker eher die Interessen der Waffenlobby vertreten als der potenziellen Opfer. Und wir haben ein riesen Vollzugsdefizit. Wir haben wirklich ein Vollzugsdefizit. Wenn 500 Haftbefehle da sind, gegen Rechtsextreme, die sind da. Aber die werden, wir haben ein Vollzugsdefizit. Und da sage ich jetzt nicht Generalverdacht auf die auf die Menschen, die da arbeiten. Muss man jetzt noch mal erklären, es gibt hunderte Haftbefehle gegen Rechtsradikale, die nicht vollstreckt werden können, weil man die nicht findet. Ganz sie sind aber namentlich bekannt. Ja, sie sind bekannt. Also haben wir da tatsächlich auch ein Problem, was Personal angeht. Und das Letzte, das will ich heute noch mal sagen, weil mir das so wichtig ist. Das ist die Prävention. Wie bekämpfen wir die Stimmung, den Rassismus, der in die Mitte gekommen ist? Wie bekämpfen wir den? Und das heißt, wir brauchen eine Unterstützung, und zwar eine verstetigte
Unterstützung von zivilgesellschaftlichem Engagement. Wir haben unfassbar viele tolle, mutige Menschen in der Zivilgesellschaft, Opferberatungsstellen, die jedes Jahr nicht wissen, ob sie nächstes Jahr noch eine Unterstützung und Förderung kriegen. Demokratieförderungsgesetz, das kann nicht immer nur am Sonntag erwähnt werden. Das brauchen wir endlich, um zu sagen, ja, mit der Zivilgesellschaft, mit der Förderung von unzähligen Einrichtungen schaffen wir dieser rassistischen Grundstimmung in unserem Land etwas entgegenzusetzen. So, nochmal die Frage an Frau Gümüş-Alt. Frau Gümüş-Alt, ist das größte Problem auch heute, dass es tatsächlich für die Täter zu viele Sympathisanten gibt? Also ich fühle mich so ein bisschen wie beim Topfschlagen und so ein riesengroßer Elefant im Raum. Deshalb bin ich dir sehr dankbar, Claudia, dass du es angesprochen hast. Diese Täter kommen nicht aus dem Nichts. Die sind nicht vom Himmel gefallen. Diese Zahlen, sie häufen sich nicht ohne Grund. Wir empören uns immer über Rassismus oder Menschen, die sich rassistisch verhalten oder Rechtsterrorismus, als sei das vollkommen abtrünnig und eine große Überraschung. Dabei ist das die Norm. Rassismus ist die Norm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der struktureller Rassismus besteht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich Menschen, die sich antirassistisch verhalten wollen, die nicht Menschen, die dem Grundgesetz entsprechen wollen, die den Visionen, die vor über 70 Jahren von den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes formuliert worden sind, die dem entsprechen wollen, die müssen proaktiv das Wissen, das sie bis dahin hatten, verlernen, entlernen und antirassistisches Wissen sich aneignen. Diese Menschen, man muss proaktiv antisexistisch werden, proaktiv antirassistisch werden. Das ist die Norm. Mhm. Und wir tun so, als wären jetzt wäre Rechtsterrorismus, als wüssten wir nicht, woher der kommt. Dabei entsteht er in der Mitte unserer Gesellschaft, denn die Sprache, die wir sprechen, ja, die Art und Weise, wie wir über Menschen sprechen, wir entmenschlichen sie. Wir haben jahrelang über Menschen, die hier Zuflucht gesucht haben vor Kriegen, Menschen, die ein individuelles Schicksal haben, Menschen wie wir aus Fleisch und Blut, die Träume haben, Visionen haben, Ängste haben, Sorgen haben, als Flüchtlingswelle bezeichnet. Wir haben sie degradiert zu einer Naturkatastrophe. Mhm. Wir haben ihre Individualität ihnen abgesprochen, ihre Komplexität ihnen abgesprochen, ihre Menschlichkeit ihnen abgesprochen. Und bis heute reden wir in unserer Gesellschaft über Menschengruppen in Kategorien, so als könne man Menschen abschließend verstehen, wenn man sagt, die Türken sind so und so, die Muslime sind so und so, die Ostdeutschen sind so und so. Wir reden über Menschen auf eine entmenschlichende Art und Weise. Und so stehen wir irgendwann vor Menschen, voreinander, und sie können einander nicht sehen. Sie sind zum großen Teil auch hier geboren und haben einen migrantischen Hintergrund. Wir schalten an der Stelle noch mal zu unserem Korrespondentenkollegen, zu Peter Wagner nach Hanau, der den heutigen Tag verfolgt hat in Hanau. Meine Frage wäre, was wissen wir über die Opfer, außer dass sie größtenteils Kurden waren und eben migrantischen Hintergrund haben? Ja, wir wissen, dass es in den beiden Shisha-Bars 9 Todesopfer gab. Sie alle waren jung, zwischen 21 und 44 Jahren alt. 8 Männer, eine schwangere Frau und 5 davon haben türkische Wurzeln. Alle haben Namen, alle haben Familien, alle hatten ihre Geschichte. Alle sind Hanauer Bürger, alle haben einen Migrationshintergrund und alle hatten noch eine Zukunft vor sich. Da ist zum Beispiel Ferhat Ünvar, der Sohn einer kurdischen Zeitungsredakteurin. Da ist Hamza Kurtovic, er war 21 Jahre alt und seine Familie stammt aus Bosnien. Da ist Ender Schimwart, er war 23 und er hatte gerade seine Lehre erfolgreich beendet. Und da ist zum Beispiel Gülkan Güntekin, Mitte 30, ein Familienvater. Er wurde ermordet im Kiosk seines Onkels. Wie 5 weitere Hanauer Bürger wurden sie alle gestern Abend um diese Zeit Opfer von Rassismus und Opfer von Menschenhass bei dieser schrecklichen Tat hier in Hanau. Vielen Dank für diese kurze Schalte zu Ihnen. Die Ermittlungen werden weitergehen. Armin Laschet, die Frage ist irgendwie völlig naheliegend. Glauben Sie, dass Rechtsterrorismus die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft ist? Derzeit ja. Wir haben letzte Woche über die Hufeisentheorie geredet. Ist der rechte Terror die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft?
Das ist heute so. Es gab unterschiedliche Zeiten in der Geschichte der Bundesrepublik. In den 70er Jahren war es wahrscheinlich die RAF. Jetzt ist es Rechtsterrorismus. Der Feind steht rechts, hat mal ein Reichskanzler gesagt. Und das ist so. Das heißt nicht, dass man an anderen Ecken auch diskutieren kann. Aber die größte Bedrohung ist derzeit der Rechtsterrorismus für die Gesellschaft, für das Land. Und wenn es nicht Terrorismus ist, ist es die Bedrohung, dass sie sogar in die Institutionen, in die Parlamente hineinkommen mit Parteien, die das nicht so radikal vertreten, aber die genau diese Saat säen, die diese Worte brauchen. Ich teile nicht ganz die Beschreibung, die Sie jetzt eben gemacht haben über Sprache. Denn diese Sprache gab es immer schon. Sie ist nicht in Ordnung, das teile ich. Aber sie ist nicht die Quelle. Die Quelle ist, dass im demokratischen Diskurs, am Rednerpult des Bundestages, Hass gesät wird, Bilder entstehen. Zum Beispiel dieses Bild, Angela Merkel folgt das deutsche Volk um. Wenn das jemand glaubt, wenn man das jemandem einredet und der noch psychisch labil ist, dann glaubt er, dann muss er was gegen machen. Und das wird aber so harmlos dahergesagt. Der böse Gedanke ist das Erste, dann spricht es einer aus und irgendein anderer, nicht der, der das sagt, setzt das dann um. Und deshalb glaube ich, dass das schon die größte Bedrohung ist, ja. Ich glaube aber, Herr Laschet, es fängt, ich kriege es ja wirklich mit, jede Woche. Es fängt tatsächlich mit der Sprache an. Und es fängt an mit dem Sagbaren und dann kommt das Machbare. Und dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf den Menschen. Ja. Und das erleben wir. Wenn ich die ganzen Toten, die Namen, die Sie jetzt dankenswerterweise genannt haben. Und da, glaube ich, braucht es eine viel größere Reaktion. Es kann doch nicht sein, dass im Deutschen Bundestag zum Beispiel, Zitat, jemand anfängt, als wenn es um Staatsbürgerschaftsrecht geht, vom Zitat entarteten Pass zu reden. Es kann doch nicht sein, dass eine Staatsministerin, die ehemalige Staatsministerin Frau Özus, im Bundestag gesagt wird, die soll entsorgt werden dahin, wo sie hingehört. Also es kann nicht sein, dass in unseren Parlamenten, in unserem Land es wieder eine Partei gibt oder Bewegungen gibt oder Politiker gibt, die entscheiden wollen, wer dazugehört und wer nicht zu ihrem homogenen deutschen Volk. Und deswegen braucht es eine viel klarere Kante und einen viel klareren Konsens bei allen Differenzen, die eine lebendige Demokratie ausmacht. Ich will mich mit Ihnen betteln über ganz viele Punkte. Also betteln, friedlich, auseinandersetzen, streiten. Aber es muss diesen Konsens geben. Es kann keine Kooperation, Zusammenarbeit, Normalisierung geben. Sie wollen uns gewöhnen. Sie wollen uns gewöhnen. Und ich will nicht, dass wir als Demokraten und Demokratinnen an genau diese Tendenz uns gewöhnt. Das hebt auf die AfD ab. Meine Frage an Herrn Klenk wäre, ist es gut, sich nur auf die AfD zu konzentrieren oder ist der Rassismus ein viel größeres Problem in diesem Land? Der Rassismus ist ein viel größeres Problem und er steht nicht nur in Malbüchern der AfD, er steht in Schulbüchern. Das wissen wir aus Studien. Das ist im Grunde evident, was gesagt wurde. Natürlich, es sind rassistische Zuschreibungen, Darstellungen, Stereotype, die gar nicht bös gemeint sein müssen, sondern die als normal wahrgenommen werden, sind tatsächlich Teil, wenn man so will, unserer Normalität, unserer Prägungen. Da müssen wir ran. Die AfD ist der radikalste, der extremste, vor allem der politische Arm, der sagt, so muss es auch bleiben, was schon immer angeblich so gewesen sei und was auch eine natürliche Ordnung hat. Sie will das politisch umsetzen und dann gibt es eine terroristische Flanke, die noch extremere Maßstäbe umsetzt. Aber im Grunde sehen wir das in den vergangenen Jahren mit dem Prozess einer Liberalisierung, auch dass die Gesellschaft vielfältiger geworden ist, dass wir über solche Fragen offen diskutieren können, dass das zu Gegenreaktionen führt,
die radikalisiert werden von AfD. Wir müssen aber, wenn wir über Rechtsterrorismus, auch die Ereignisse in Hanau sprechen, müssen wir das Feld weiterspannen. Wir müssen über Verschwörungstheorien spannen, die sich reden, die auch bei der Welt verbreitet werden, über einen sogenannten Kulturmarxismus. Das ist eine rechtsradikale Verschwörungstheorie, die sagt, im Grunde die neue antisemitische Weltverschwörung des Judentums, das findet in der Welt statt, bei Welt Online und nicht nur in rechtsradikalen Kammern. Und diese Form von Verschwörungstheorie-Videos, die auf YouTube 10.000, 100.000-fach geklickt werden, das ist nicht nur die AfD, sie ist besonders zentral und als Repräsentant dieser Strömungen auch Gegenstand politischer Auseinandersetzung. Das ist absolut richtig, dass das so passiert. Aber die Stimmungen, die damit zusammenhängen, diese Niedergangswahrnehmung, die Zukunftsangst, die dann mobilisiert werden kann, die liegt doch noch tiefer. Die liegt tiefer. Der Flügel der AfD, auch ihre Jugendorganisation, sind Verfassungsfälle Verdachtsfälle für den Verfassungsschutz. Auch der Verein Uniter ist jetzt ein Prüffall. Was ist damit erreicht? Ja, das ist zunächst mal ein Zeichen, dass dort näher hingeschaut wird, dass man die Signale, die Recherchen, die kritische Journalistinnen, insbesondere der Taz dort angestellt haben, ernst genommen werden. Das ist auch ein Zeichen im Berichtswesen sozusagen nach außen. Wir haben euch auf dem Schirm. Die Gefahr ist, dass das nicht zu Konsequenzen führt. Das bedeutet, wir haben in der Vergangenheit die Beobachtung machen müssen, jede Form von Repression schafft auch Innovation. Das bedeutet, wenn nur gesagt wird, wenn ein eher halbherziges Verbot gegen Combat 18 beispielsweise, die 7 Verdächtigen sind eine wahrscheinlich zu wenige, gegen die dort ermittelt wurde. Und vor allem sitzt auch keiner im Gefängnis. Da fängt die Arbeit eigentlich erst an. Man muss schauen, was passiert dort im Weiteren, wie verlaufen die Radikalisierung. Diese Menschen haben ein extrem geschlossenes Weltbild. Die wollen einen Bürgerkrieg. Die lassen sich nicht von der Beobachtung durch den Verfassungsschutz einschüchtern. So, und nicht nur die Waffe war da, Kübra Gümüşay, sondern auch die Ideologie. Und die wird man natürlich wahnsinnig schwer aus dem Internet entfernen können. Welche Rolle spielt das Netz? Das Internet spielt insofern eine Rolle, als dass das Internet eine Form von Inkubator darstellt, also einen Raum, wo sich diese Prozesse noch mal stärker beschleunigen. Wir sind Teil eines riesengroßen Experimentes, wenn man so möchte. Wir leben in einer Welt, in der plötzlich unterschiedlichste Menschen auf eine neue Form miteinander vernetzt sind. Wir wissen nicht, was für Auswirkungen es auf die menschliche Psyche hat, wenn wir untereinander Kommentare schreiben und immer unser Name daneben steht und immer unser Bild daneben steht, wenn unser Feed, also unsere persönlichen Seiten auf unterschiedlichen Plattformen eine Aussage treffen sollen darüber, wer wir sind. Wir wissen nicht, was die Folge ist von Überidentifikation mit politischen Positionen. Mhm. Aber was wir sehen ist, die digitale Architektur hat definitiv eine Auswirkung darauf, wie wir miteinander reden, denn es werden bestimmte Inhalte natürlich befördert, Inhalte, die polarisierend formuliert sind, die viel Aufmerksamkeit erzeugen, weil Studien zum Beispiel nachgewiesen haben, dass für 50% aller Hasskommentare 5% von Accounts zuständig sind und Quelle dessen sind. Das heißt, es findet eine Manipulation unserer Öffentlichkeit statt. Das muss man sich so vorstellen, man hält einen Vortrag irgendwo und im Publikum sitzen unterschiedlichste Menschen, aber 5% dieser Menschen sind geschlossen hingekommen und haben sich verteilt im Raum hingesetzt und fangen dann während des Vortrags an, irgendwelche Laute von sich zu geben, Dazwischenrufe zu tätigen und dann am Ende schreien sie rein, halten Co-Referate und spätestens dann kippt die Stimmung und wir haben das Gefühl, Menschen finden das, was dort gesagt worden ist, kritisch und finden das problematisch und plötzlich leben wir in einem Land, in dem Menschen sich rechtfertigen müssen, die Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken retten und nicht diejenigen, die ihre Hilfe verweigern. Mhm. In so einem Land leben wir heute und nicht nur das Internet ist mitverantwortlich für das, was wir heute erleben oder ein wichtiger Faktor. Ich würde nicht sagen, dass sie verantwortlich dafür sind, aber definitiv ein Faktor. Es ist auch die Art und Weise, wie wir medial über Menschen reden. Talkshows sind ein Problem. Die Art und Weise, wie wir zusammenkommen und wie wir über unsere Zukunft oder über die Gegenwart sprechen. Dass hier immer absolute Meinungen gegeneinander antreten sollen. Menschen, die nicht mal sagen, sie haben vielleicht recht oder darüber müsste ich mal nachdenken. Wir kommen nicht ins Zögern, wir kommen nicht in Selbstkritik, wir kommen nicht in Selbstreflexion, sondern es geht darum, absolute Positionen gegeneinander antreten zu lassen und um die Gunst des Publikums zu buhlen. Und am Ende gibt es einen Gewinner.
Das ist eine konstruierte Art des Diskurses, die uns nicht weiterbringt, sondern nur noch Menschen dahin drängt, zu sagen, was ist deine Meinung, das ist deine Identität und jetzt kämpfst du darum, dass deine Wahrnehmung, deine Perspektive nun Vorherrschaft bekommt. Und wir haben in den vergangenen Jahren monatelang, jahrelang die Existenzberechtigung von Menschen auf diesen Tischen diskutiert. Wir haben darüber diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört. Eine Frage, die abstrus ist. Eine Frage, wo die Antwort lauten kann, nein. Aber die Antwort lautete auch immer ja, dass er natürlich zu Deutschland gehört. Ja, aber wenn man eine Frage stellt, wo die Antwort auch nein lauten kann, dann legitimiert man auch eben so diese Antwort. Ja, und was heißt es, wenn man nein sagt? Was heißt das in der Konsequenz? Also das Problem ist, ein Teil der Beschreibung stimmt. Die Frage ist nur, wenn das Internet so ist, was folgt denn daraus? Es geht nicht darum zu sagen... Was folgt daraus? Was daraus folgt, ist, dass wir als Gesellschaft die Verantwortung haben, die machtvollen Instrumente, die Medien darstellen, die die Politik darstellt, die das Internet darstellt, dass wir uns... Macht geht immer einher mit Verantwortung, dass wir einen offenen Diskurs darüber führen, was das in der Konsequenz heißt. Das sind wir Nein, pass auf, aber man kann jetzt nicht, das Internet ist so, das Radikale wird durch Algorithmen nach oben gespült, die Debatten werden aggressiver, aber mit dieser Gesellschaft müssen wir leben. Und wir reden ehrlich gesagt hier in dieser Runde auch nicht nur über den Islam mit Muslimen. Ich würde gerne noch mal danach fragen wollen, was wir jetzt eigentlich tun können. Es sollen ja die großen Netzwerke darauf reagieren und Hasskriminalität melden. Ja, aber Hasskriminalität ist ja in Ordnung. So. Aber was gerade beschrieben wurde, ist ja ein insgesamt... Also ich glaube nicht, dass die harte Debatte das Problem ist. Alle sehnen sich danach zurück. Früher waren die Politiker klarer, Strauß und Wehner. Da wurde hart gestritten, klare Debatten, Pro und Contra. Und am Ende ist man trotzdem noch menschlich miteinander umgegangen. Und deshalb ist nicht die Debatte das Problem. Die muss sein. Weil wenn man die Debatte zum Problem erklärt, wird es noch mehr Menschen geben, die sagen, ja, man darf ja gar nicht mehr alles sagen. Ein absoluter Unsinn. Das Problem ist ja nicht die Debatte, sondern dass sich der Diskurs in Deutschland immer weiter nach rechts verschoben hat. Genau. Und da muss man sagen, da hat die AfD eine große Rolle beigespielt, aber eben nicht alleine. Ich will nur darauf hinweisen, wir haben einen Bundesinnenminister, der vor kurzem... Aber jetzt wollen Sie reden, okay. Entschuldigen Sie, aber ich glaube... Sie hat einen höheren Redeanteil auch heute, von daher ist es, glaube ich, okay. Sie haben einen ganz geringen Redeanteil, Leute. Ich will darauf hinweisen, dass es einen Bundesinnenminister haben, der vor nicht allzu langer Zeit behauptet hat, die Migration sei die Mutter aller Probleme. Also was sagt man damit? Und ich meine, die AfD hat den Diskurs nach rechts verschoben und ist dadurch immer stärker geworden. Und deswegen finde ich, die Lehre daraus muss sein, dass man Rechte niemals dadurch schwächt, indem man ihre Parolen, ihre Slogans, ihre Forderungen übernimmt, sondern wir brauchen eine ganz klare Abgrenzung. Die AfD ist ein Sammelbecken für Neonazis, eine offen rassistische Partei. Ja, es wäre schön, wenn das die letzten Jahre immer so unstrittig gewesen wäre. Doch, wir haben genau diese Diskursverschiebung doch erlebt. Also, dass eben auf einmal die Migration die Mutter aller Probleme ist, dass man sich freut, dass am Geburtstag Menschen abgeschoben wird und all solche Dinge werden. Also, das sind doch Diskursverschiebungen, die stattgefunden haben. Der Gedanke ist angekommen, Herr Seehofer und Herr Söder etwas dazugelernt? Ja. Und Sie sagen das auch? Ja, aber ja, klar. Gut. Das Jahr 2015 war ein aufwühlendes Jahr. Und es ist viel diskutiert worden in diesem Jahr in Deutschland. Und Deutschland hat eine Riesenleistung erbracht, 1 Million Menschen aufzunehmen, überall vor Ort zu integrieren. Aber dass in einer solchen großen europäischen Krise auch gestritten wird, meine Position ist damals klar gewesen. Aber ich habe immer auch Respekt gehabt vor denen, die darüber kritischer diskutiert haben. Die haben sich nicht so geäußert. Und deshalb sage ich, wir dürfen nicht jetzt hier so theoretisch Diskussionsräume verkürzen, weil es wieder die Klischees von denen, die sich das wieder zunutze machen. Aber Herr Laschet, ich glaube, das ist das Einzige, aber es geht, was ich habe Sie genau anders verstanden. Ja, ich habe Sie aber so verstanden. Ich habe Kübra so verstanden, dass sie Diskurs überhaupt erst wieder ermöglichen will, dass man sich gegenseitig zuhört, aber dass man auch zur Kenntnis nimmt, dass man eingreifen muss, wenn das, was zum Beispiel 80% der Frauen im Netz erleben,
nichts mit Empörung. Ja, das sage ich ja. Das hat ja mit Diskurs nichts zu tun. Das ist digitale Gewalt. Und da muss man rangehen, was, ich will es gar nicht sagen, man kann sich es kaum vorstellen, was du als Frau alles erleben musst. Aber ich hab das so verstanden, dass man einen Diskurs braucht, eine Debatte braucht, auch eine Kommunikation, eine Streitbarkeit auf Augenhöhe, auf Respekt, auf einem Konsens. Und Kübra hat mir vor einem Jahr oder wann einen Satz gesagt, der hat sich tief eingeprägt. Sie hat gesagt, wo ist eigentlich eure Solidarität einer feministischen Muslima gegenüber? Wo seid ihr eigentlich? Wo seid ihr, wenn der Islam und mit nicht nur von der AfD zum Feindbild erklärt wird? Wo seid ihr eigentlich? Das hat sich bei mir tief eingefressen und ich mir gedacht habe, bin ich so unsensibel? Was ist eigentlich los? Kriege ich das und diese Solidarität braucht und das brauchen wir in einer neuen Form der Kommunikation. Und deswegen danke, vielleicht darf ich das mal sagen. Es ist auch mal sehr angenehm, in so einer Runde zu sitzen, wo du nicht dauernd in einem so Sendungen soll es geben. Und nochmal, auch wir laden Muslime tatsächlich seit vielen Jahren nicht nur ein, wenn es um den Islam geht oder um feindliche Attacken. Wir wollten noch mal unbedingt fragen. Große soziale Netzwerke, Herr Laschet, müssen dem Bundeskriminalamt melden, wenn es Hass oder Drohungen gibt. Wird das gelingen? Wie werden die Ermittler mit dieser Welle an Aufträgen klarkommen? Das ist eine sehr gute Frage. Das beschäftigt uns gerade auch bei vielen Feldern. Wir haben es bei der Kinderpornografie, wo es solche Mengen an Gigabyte gibt, die kaum ein Beamter auch selig verkraftet anzuschauen. Die brauchen hinterher Hilfe. Da brauchen wir auch neue technische Möglichkeiten, die da helfen. Und das Gleiche gilt für Hetze und für alles das, was hier im rechtsradikalen Spektrum passiert. Die Sensibilität ist jetzt da. Und jetzt braucht man die modernsten Mittel und die Beamten, die sich auch in aller Intensität um exakt diese Sachen kümmern. Genau damit kümmern. Und es werden sehr viele Aufträge sein, die Sie hoffentlich nicht nur prüfen, sondern wo Ermittler tatsächlich dann auch tätig werden müssen. Herr Quent, die Extremisten haben schon reagiert. Sie sind auf kleinere Anbieter und auf Gaming-Plattformen ausgewichen. Wird man also die größten Gefährder schon deshalb gar nicht finden können? Es sind ja unterschiedliche Ebenen. Also wir haben es mit Tausenden von Hetzern, Hetzerinnen, Hasskommentaren zu tun, aber die allerwenigsten davon werden auch zu Gewalttätern oder zu Terroristen sogar. Das heißt, das sind unterschiedliche Ebenen. Auch die Maßnahmen der Bundesregierung muss man durchaus kritisch sehen. Da werden so viele Daten jetzt übermittelt. Im Grunde werden private Plattformen, werden hoheitliche Aufgaben übergeben, werden zu Hilfs-Sheriffs gemacht, indem gesagt wird, schickt uns doch eure Verdachtsfälle einschließlich sämtlicher persönlichen Daten. Da würde ich sagen, das ist ein Punkt, wo eigentlich die Grenze schon überschritten ist und wir von einer Überreaktion reden müssen, die auf die Lasten von Bürgerrechten geht. Aber zurück zur Frage des Deep-Platformings, der Reaktionen der innovativen Reaktionen auf Repressionen in sozialen Netzwerken, also die Frage des Ausweichens auf andere Plattformen, das ist in der Tat seit längerem schon zu beobachten, dass sie auf kleinere Netzwerke ausweichen, die vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz überhaupt nicht betroffen sind, weil da fängt es erst bei 2 Millionen an, in kleine Chatgruppen gehen, die zum Teil öffentlich sind, schnell wieder gelöscht werden können, unterschiedliche Channels aufmachen. Das Gute daran ist, dass die Außenwirkung viel geringer ist. Das ist deutlich wahrnehmbar. Das heißt, der Hass trifft nicht mehr so viele. Er hat auch nicht so viel Zulauf. Die Gefahr besteht aber, da ist die Forschung aber auch noch in den Kinderschuhen, dass diese Gruppen noch schneller radikal werden. Denn das wissen wir aus der Geschichte der Radikalisierungsforschung sozialer Bewegungen. Isolation trägt auch zu Radikalisierung mit bei, wenn ich gar keinen anderen Impulse mehr habe. Und das ist schon eine Frage, die uns vor große Herausforderungen stellt, auch die Sicherheitsbehörden. Und hier ein Maß zwischen Freiheit und Sicherheit zu finden, das ist eine Diskussion, die man mit kühlem Kopf führen muss und nicht vor dem Hintergrund von so traumatisierenden Bildern und Ereignissen wie heute, um zu vermeiden, dass es zu Überreaktionen kommt. Herr Laschet, Özlem Topçu, eine Journalistenkollegin von der Zeit, schreibt heute, würden wir die Täter nicht kennen, wäre es wohl auch diesmal nicht weit gewesen, nach den Dönermorden jetzt von den Shisha-Morden zu sprechen, nach dem Motto, wer treibt sich da schon rum? Wie können wir Alltagsrassismus bekämpfen? Ja, also da glaube ich schon, dass es mit der Sprache anfängt. Ohne jeden Zweifel
braucht es da stärker vielleicht als in der Vergangenheit den Widerspruch und auch in dem, wie man Dinge benennt. Und deshalb ist das Shisha-Morde ist schon ein falsches Wort wieder, wie all die Sokos, die wir rund um den NSU erlebt haben, die dann Bosporus oder sonst wie genannt wurden. Sie hätten nach den Tätern benannt werden müssen und nach denen, denen man sucht. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe. Da fängt es an. Da fängt es an und das verändert dann ebenfalls Denken. Ich darf mich herzlich bedanken heute Abend für die Diskussion hier und gebe sofort mit nochmal Luft holen weiter an den Kollegen Markus Lanz, der unter anderem Olaf Sundermeier zu Gast hat. Alle weiteren Informationen natürlich auf heute.de am heutigen Tag und am morgigen und auch am nächsten. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, Donnerstag in einer Woche wieder, 22:15 Uhr, gewohnte Zeit. Kommen Sie gut durch die Nacht und Ihnen vielen Dank.